Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute nehme ich euch mit und heute geht's zum Krampuslauf nach Freilassing. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß.
So Leute, wir sind jetzt wieder zurück vom Krampuslauf. Ich hoffe mal, euch haben die Eindrücke so ein bisschen gefallen und so weiter und so fort. Ich möchte euch jetzt noch so ein bisschen erzählen, was es eigentlich damit auf sich hat. Ihr denkt euch so, ich denke mal, die meisten meiner Zuschauer kommen aus Deutschland, die wissen nicht, warum es überhaupt sowas gibt, dass sich Leute verkleiden oder schlagen lassen und so weiter. Und zwar ist das schon ganz, 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 ganz alter Brauch, dass man mit irgendwelchen ekelhaften Masken oder lauten Glocken oder so durch die Straßen zieht und dann quasi die bösen Geister vertreiben. Das Ganze hat sich natürlich so ein bisschen weiterentwickelt und ich sag mal so, mittlerweile ist es so, man guckt sich die Masken an, viele provozieren diese Leute auch, das heißt, sie rufen dann, hey, du Spast oder sonst was, die kommen dann und bekommen dann natürlich einiges an Schläge, denn viele wissen auch nicht mehr, was ein Krampus ist. Es kommt jetzt bald ein Film ins Kino, der heißt auch Krampus, glaube ich. Und da wird das auch nochmal so ein bisschen erläutert. Ich denke, dass dann viel, viel mehr Leute wissen, was eigentlich ein Krampus ist und dass nicht nur die Österreicher wissen, was das ist. Es gibt ja den Nikolaus, der beschenkt die Kinder, wenn sie brav waren, und der Krampus bestraft sie mit Schlägen, wenn sie schlimm waren. Quasi sind das so Teufelsdinger. Deswegen haben die auch immer lange Hörner und so weiter. Und ja, also es wird teilweise schon sehr krass geschlagen. Ich glaube, ich habe in den Aufnahmen auch ein bisschen was dabei. Ihr müsst euch denken, teilweise sind das so Ruten. Und ihr wisst bestimmt genau, wie das ist, wenn man mit so einem Ast richtig hart über den Schenkel klatscht. Also es zieht schon sehr. Ich bin in einer Entfernung gestanden, wo mir eigentlich nichts passieren konnte. Und ich hoffe mal, dass es nicht zu wenig war, was ich für euch gefilmt habe, weil ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen. Und ja, ich wollte euch das mal ein bisschen näher bringen einfach. Vielleicht filme ich das noch an einem Tag, und zwar am 1. Dezember. Da ist nochmal ein Lauf bei uns in der Nähe in Nussdorf. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr sowas auch kennt oder ob ihr schon mal bei so einem Lauf dabei wart oder ob ihr sogar selber lauft. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ciao.